Wie fangen wir an? Wie fangen wir an? Du fängst an. Oh Gott. Okay, Leute. Hallo. Wir sind heute mal im Freien. Hallo. Ja, und zwar, letztens hatten wir ja das Unboxing, unser erstes übrigens, wo Ille und Irmi, die Teemutanten, uns einfach mal so ein ganz tolles Paket geschickt haben. Da könnte ich gleich wieder heulen. Die zwei Mädels. Ach, Mädels aus Berlin. Zwei verrückten Mädels. Ja, mit ihren tollen roten Kordern. Oder Kätzchen? Nee, Kordern. Hm. Ja. Und auf jeden Fall, irgendwie hat das euch inspiriert, denke ich mal. Wir haben schon einige Anfragen so bekommen. Sorry, dass ich reinreden muss, aber das wird für das Mikro zu leise sein. Okay, auf jeden Fall. Unser treuster Fan Martin hat uns ein Paket geschickt. Yeah! Und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Guckt euch das an. Nicht das Messer, das zum Aufmachen. Hier ist das Paket. Er hätte sich das träumen lassen, dass wir mal Pakete geschickt bekommen. Absolut. Aber bevor wir anfangen, Leute, guckt mal. Es ist Lavendelzeit und ich habe endlich wieder so ein bisschen meine kreative Ader zurück. Na, kreativ bin ich ja durchweg Tag und Nacht. Aber so, ich habe wieder den Sinn fürs Schöne gefunden. Es hat lange gedauert nach dem Unfall von Kevin. Und es kommt langsam wieder. Jetzt habe ich mal Lavendel gepflückt und dann möchte ich mal Lavendelzucker machen, Lavendelsirup. Meine ganzen Vasen sind schon voll, dann will ich mal ein Lavendelherz basteln. Ja, also wenn ihr schon mal so Lavendelsirup gemacht habt, Lavendellimonade, Lavendelzucker oder was auch immer, schreibt es mir bitte, bitte gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen da sind. Ich versuche es das erste Mal. Ne? Übelst schön, oder? Mir gefällt es auch. Ich finde den Lavendel geil, oder? Wie sagt man, ein schmückendes Gewächs. Ich war zwar immer nicht so für den Geruch, aber irgendwie, es sieht halt toll aus. Es ist einfach was Tolles. Ja, finde ich auch. Ich will jetzt endlich wissen, was in Martin sein Paket ist. Ja. Komm. Du willst es öffnen? Oder soll ich es machen? Mache. Ich komme ja gar nicht hin. Soll ich das hier an der Seite öffnen? Okay. Aber nicht, dass hier was bekommt. Also wir wissen ja schon eins, Martin, genauso wie auch die Ingrid, wollten dem Danny einen Gefallen tun, da er letztens in dem Video erzählt hat, dass er gern gestrickte Socken möchte und ich kann alles, aber Socken stricken. Ja, ich hab's versucht, aber ja, ich habe auch jetzt gerade gar keinen Nerv dafür. Und Martin hat gesagt, da tue ich dem Danny mal einen Gefallen und schick mal ein paar Socken, aber ich glaube nicht, dass die Socken hier so ein 10-Kilo-Paket sind. Hast du mir wie Andreas hier das falsche Messer gegeben, oder was? Ach stimmt, Andreas hat gesagt, das ist das falsche Messer. Ich habe ein Messer, das ist das falsche. Hat Martin ein gutes Klebeband, oder was? Ja, hat hier aber auch ein Riesenpaket gepackt, ja. Jetzt habe ich's. Ja, und ich weiß, dass er mir Wolle schicken wollte. Von seiner Mama, die ja leider verstorben ist. Die hat auch viel gestrickt und gehäkelt. Und da hat er mich gefragt. Oh, sehr schön. Ganz viel Wolle und Bücher sehe ich da gerade. So, da, soll ich dir das immer geben und du stellst es vor oder wie machen wir es? Naja, guck doch erstmal an, was für dich ist. Also, lieber Martin, heute ist es definitiv zu warm dafür. Ja, oh, schrecklich, oder? Wir haben heute, weiß ich nicht, 35 Grad gehabt. Aber die Muster sind cool, ne, die sich da ergeben beim Stricken. Aber da ich im Winter wirklich immer kalte Füße habe, schön, wird das auf jeden Fall das Richtige sein, aber ich will trotzdem mal eine anziehen. Das Gefühl. Ich war vor uns gerade noch mal im Pool, also die Füße sind frisch. Aha. Oh, geil! Zeig mal von vorne, nicht die Ferse. Achso, ja. Na, von vorne das Muster. Ach, von vorne. Regenbogenfarben. Oh wow! Oh Gott, ja, Regenbogenfarben. Ja, das darf ich gar nicht so. Na. Aber cool, passen Ast rein. Schon mal. Na ja. Auf jeden Fall. Da kann ich mir ja zur Not auch welche anziehen im Winter, aber was? Ich habe immer warme Füße. Ich bräuchte aber kühlende Socken. Also wer von euch kühlende Socken häkeln stricken kann, hier ich. Aber wer hat denn die gemacht hier? Die sind doch klasse. Hat seine Frau gemacht, wo sie das noch konnte. Okay. Von den Fingern und Gelenken her. Schön, oder? Ja, schau nochmal an. Ich finde das halt cool, wie die Muster sich so. Guck doch mal. Ah, geil.
Das ist maßgeschneidert. Ja, mit perfekter Ferse. Aber kann ich nicht lange anlassen. Ich merke schon, dass er warm wird. Mach die mal zusammen, ja, bitte. Ja. Hier sind auch noch mal Socken. Schön, schön, schön. Socken? Naja, warte mal. Ich warte. Ich kann das dann erstmal ja vorne händeln. Cool, endlich hast du deine gestrickten Socken und ich muss es nicht machen. Yes! Tja, hier ist ein ganzer Beutel Zeitung. Oh ja, gib mal her, das ist alles. Hier ist noch ein Brief. Oh ja! Und die Zeitschriften, das sind alles ganz alte Strick- und Häkelzeitschriften. Okay. Oh, schön. Und das ist schwer, das ist das Schwere. Ja. Krass, warum ist das so schwer? Und Schmetterling. Den müsstest du zuletzt machen, den Brief. Zuletzt? Ja. Dann hast du hier Wolle. Boah, ich habe ja noch nicht genug. Geil. Big Lisa hier. Hast du hier am Start. Cool. Das passt ja gerade. Ich tue gerade so Monster raushäkeln. Tropical. Wollen wir dann hier mit hinhängen? Hm? Echte Baumwolle für meine Tierchen. Cool. Was? Oh, hier. Das sind doch Stricknadeln. Ja. Okay. Natürlich alles da kennst du dich mehr aus. Aber hier, cool. Das finde ich cool. Die Farben, Stricknadeln. Mhm. Cool. Oh, Haufen Größe, ne? Mhm. So ein Set habe ich auch schon. Das ist echt geil hier. Okay. Drei verschiedene Farbtöne. Ups. Ja, musst nicht alles einzeln raus tun. Ich glaube, da reicht unser Minitisch hier gar nicht. Ja. Ich will das mal hier runter. Ach du Schreck. Was denn? Hier noch ein bisschen Wolle sein. Cool. Also hier haben wir erstmal, warte, ich behaupte eine Candlelight Dinner. Gale Candle. Bei unserem treuesten Fan. Für uns. Ne, das ist doch ein feines Teil. Mit Herzen drin alles. Ja. Ja, da wird doch die Romantik von alleine werden, oder? Ja, der Martin ist schon toll. Wahnsinn. Ja, und der ist wirklich immer auch einer, der sofort eigentlich kommentiert. So liked, der teilt, sofort alles anguckt. Also das ist Wahnsinn. Und egal, ob Herzensprojekt oder mal wie kreativ. Das werden wir auch auf dem Häkelkanal hochladen. Oh, guck dir das mal an. Weil sonst kommt der Herzensprojektkanal durcheinander. Pass auf, hier fällt alles raus. Was? Aber alles lila Töne. Geil. Guck mal. Ja. Das ist das Sockenstrickgarn, wo dann die schönen Muster werden. Ja. Hier wie hier. Okay. Der Beutel ist kaputt, oder? Oh, das gefällt mir ja richtig gut hier. Das ist wie so Farbverläufe. Hm. Sport Color. Die habe ich auch hier, die eine. Da habe ich jetzt zwei. Mensch! Guck mal, passt zum Lavendel. Oh, hier, das sieht auch cool aus. Geil. Ja. Strumpf und Sportwolle. Na, guck mal, dann wären die Muster. Ja. Ja. Das ist sowas. Oh, schön. Scheiße. Schlafen wir gar nicht auf. Aber so viele geile Sachen hier. Wo ich weiß, hier, für Weihnachten. Oh, schön. Mit Gold. Oh, hier. Weihnachten. Sehr, sehr schön. Oh, das ist für Socken. Rote Socken mit goldenen Glitzer. Na, ist da was für dich. Oder? Obwohl, so sexy rote Socken. Alter Schwede. Hier, Schalke. Pass auf. Sascha. Laut. Pass auf, du haust alles raus. Nein. Du die großen Fleisch so rein, ohne Tüte. Ja, warte, ich tue es erstmal so zurück. Oh, schön. Alles so. Lila Töne, Rottöne. Geil. Na, hin, na hier. Vor allem die lila Töne passen gleich zum Lavendel hier. Ja. Ach, Martin. Und Martins Frau. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Weißt du, wie sie heißt? Nein. Das Martin, nicht. Das musst du mir mal noch verraten. Kann ich mich mal. Martin, wie heißt deine Frau? Kann ich mich mal ein bisschen besser bedanken. Danke, 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 ey. Guck mal, das sind die ganzen alten Vorlagen von früher. Zwei Säcke voll Wolle. Da kannst du loslegen. Na, ich werde immer schön aussortieren. Ja. Da ich ja eh mehr mein Baumwollgarn brauche, da sortiere ich aus. Mhm. Und dann kriegt ja die Ingrid kriegt immer Wolle. Die häkelt ja dann ehrenamtlich für Kinder, Krankenhäuser und so. Mhm. Und dann sortiere ich halt wieder aus. Die Lisa zum Beispiel von YouTube. Ja. Die hat auch einen Kanal, die Klavier-Lisa. Mhm. Die kriegt auch mal was von mir. No? Okay. Ach, und dann, na, du wirst das schon, denke ich auch, ja. Bisschen was gebe ich auf jeden Fall weiter. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben. Ja, denn der Martin wer sich da freuen würde über was. Oh, hier, guck mal, das habe ich früher gemacht, die ganzen Deckchen. Mhm.
Da habe ich auch hunderte Zeitungen gehabt. Unbelau. Das habe ich gemacht 1999 bis 2005, weiß ich zufällig ganz genau. Oh ja. Babymoden. Ja. Guckt euch das an hier. Richtig toll. Kannst du für richtig toll. Na? Scheiße, ein klein machen. Das habe ich alles früher gemacht hier. Wahnsinn, diese Deckchen. Gardinen habe ich gehäkelt. Oh, wie eine Begaste. Wie eine Begaste. Na, das war hier Kopfsache. Ja. Und wenn du nicht anderes darfst. Müsstet ihr alles mal in Ruhe angucken. Ja, richtig schön. Martin, danke, danke. Ich freue mich. Vor allen Dingen, ich gucke mir das dann. Ach ne, morgen bin ich den ganzen Tag nicht da. Oh, hier ist noch ein dickes Buch da drunter. Aber ich gucke mir das dann morgen Abend ganz, ganz in Ruhe an. Ich denke mal, sie wird es unterwegs angucken, auf dem Weg zur Arbeit. Nee, geht ja schlecht. Ich muss ja fahren. Du fährst mich hoch. Ich fahre dich. Mit Klima. Ja, ich habe keine Klima. Schade. Du hast eine Klima. Du willst ja egal, das Auto ohne Klima fahren. Ui. Guckt. Handarbeiten. Ist das was Versautes? Ne? Ich habe hier ständig... Handarbeiten. Ist das was Versautes? Ne? Tut mir doch nicht weh. Handarbeiten, erstrecken und häkeln. Okay. Also die Luft ist in den letzten Wochen nicht gut. Ist das was Versautes? Oh. Kommt die Tür her. Mit Lupe dran, das würde das brauchst du. Na eben. Was? Mit Lupe? Ich kann mit Lupe? Lupe mit Vergrößerung erleichtert das kleine Partikel zu... Ach, da kann man die Belofe auskennen oder was? Na, ich habe das mal bei den Tierchen gemacht. Wenn du so Tierchen häkelst, kannst du die dann mit so einer Katzenbürste ganz sehr bürsten und dann kriegen die Fell. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ille, das musst du mal probieren, wenn du das Video siehst. Das ist ja wie eine Bauzeichnung hier. Aber ach du Scheiße, was ist denn das? Das ist ja wie eine Bauzeichnung hier. Aber bei der Plüschwolle geht's nicht, aber wenn du dir mit Baumwolle so ein Teddy oder so machst und dann bürstest du mal mit der Katzenbürste drüber, am besten mit der Metallbürste, probier das mal vorsichtig oder auch bei Küken passt das. Dann wird das ganz fusselig, das ist übelst cool. Guck mal, es kommt alles wieder, ne? Ja, geil, für die kleinen Puppen. Ach, da haben wir zu tun. Können wir jetzt gleich ins Wohnmobil steigen? Ja. Ist ja wieder fett. Ist ja leider auch wieder schief gegangen, unsere Tour, ne? Aber jetzt ist wieder fett. Wir wollten einfach nur mal weg. Bis zur Autobahnauffahrt. Das war uns nicht gegönnt. Was will ich jetzt mit dem Buch? Das muss in den Sack. Tu es rein. Bis zur Autobahnauffahrt, wie das letzte Mal schon. Also wir haben da so... Ja, wir haben da so einen Freund namens Mordor. Der Mordor-Freund. Hier zu Hause macht er nichts, außer meine Antennen anfressen. Aber... Also das hast du wohl schon mitgekriegt. Wo wir uns unterstellen, das Wohnmobil. Da mag unser Wohnmobil nicht. Tja. Das Mordor-Vieh. Muss mal wieder zurück. Da waren 5 Stunden packen, vorbereiten, fit machen, alles umsonst. Sehr schön. Du bist in deinem Schrank. Ja. Kennt ihr Leute, die Kanzlei ins Wohnmobil? Oh, was ist denn jetzt so los? Müde. Bin ich jetzt so müde? Ich kann das Wohnmobil. Wir sind doch an der frischen Luft. Ach, guckt mal diesen wunderschönen Korb. Mache ich mir dann gleich noch meinen. Hab mir nämlich schon Wasser, Zucker, Zitronensäure und Zitronen angesetzt. Und da kommt das rein über Nacht. Da bin ich gespannt. So. Martin, danke, danke, danke. Ich hoffe, du hast nichts. Hey, nicht so lieblos. Hier. Ich hoffe, du hast nichts geschrieben, wo ich wieder weinen darf muss. Ich möchte bitte das aufmachen. Wenn ich so das Fingernägel habe, ne? Ich finde aber gut gemeint, ja. Das kann dauern, ich spule ein bisschen vor. Vielleicht ist es der Lavendel, der mich nicht atmen lässt. Oh, Martin. Was jetzt? Was ist denn los? Was ist denn? Der ist verrückt. Hä? Na, guck doch mal schon wieder hier. Was denn? Na, nimm's mal raus, das Brief. Was ist denn mit dem Kerl los? Na, jetzt müssen wir aber langsam mal hier, wenn das Wohnmobil wieder fit ist. Also Martin, da müssen wir dich mal kontaktieren mit deiner Frau. Nee, nicht kontaktieren, besuchen. Ja, wir wollen euch aber nicht überfallen. Ne? Das müssen wir mal absprechen und da müssen wir mal gucken, dass es uns gut geht, dass es euch gut geht und da. Martin, Mensch.
Ist für unsere Projekte, ich weiß. Danke, 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 aber es hätte wirklich nicht sein müssen. Das ist schon genug. Und das Porto, das Porto kostet auch Geld. Also warte mal. Wie heißt Martin? Ach nee. Hier steht irgendwas. Nee, nicht. Was? Das darf ich nicht fragen. Ich weiß doch, wie Martin heißt. Ach so, ja, das weiß ich auch. Martin halt. Aber. Martin, danke. Das kommt in die Kasse für unsere Projekte. Ja, aber. Da müssen wir dich mal ganz persönlich in den Arm nehmen. Und deine Frau auch. Soll ich vorlesen? Na, ja. Durchatmen. Hallo, ihr beiden. Ich erliebe. Hallo, ihr beiden. Hier wie versprochen die Wolle. Die ich lauter, noch, bitte. Hier wie versprochen die Wolle, die ich noch bei meiner Mutter gefunden habe. Und ein paar Anleitungen. Die bunten Socken hat meine Frau mal gestrickt für unsere Kinder, die sie leider nie angezogen haben. Oder? Ja. Die anderen sind von meiner Mutter, die sie für mich leider zu klein gestrickt hat. Also Martin, du lebst auf großem Fuß. Also 43 ja, plus. Da ich größere Füße habe. Hoffe, Danny gefallen und passen ihm. Hoffe, Danny gefallen sie. Top. Und sie passen. Tja. Das Geld soll eine kleine Unterstützung sein für euer Wohltun. In Klammer Benzingeld oder whatever. Danke, Martin. Es müsste mehrere von euch geben, um die Welt etwas besser zu machen. Es müsste mehrere von euch geben, um die Welt etwas besser zu machen. Noch geht's. Warum liest du das zweimal vor? So. In dem Sinne, macht bitte weiter so, aber übertreibt es nicht. Denn ihr müsst auch ein wenig an euch denken. Ja, das machen wir damit, weil nur das tut uns irgendwie noch gut und hilft uns. Danny mit seinen leider Depressionen und mir mit meinem Schmerz. So. Und so hilft uns das alles ein bisschen. Ne? Wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit dem, was ihr vorhabt. Liebe Grüße, Martin. Ganz lieben Dank, Martin. Ganz, ganz lieben Dank. Dankeschön, Martin. Kommt zur Sammlung. Und Frau, natürlich. Ja. Ja. Ach, Martin. Wahnsinn, oder? Schickt der schon wieder Geld, der Kerl. Der würde unseren Kanal fast alleine finanzieren. Ja. Naja. Super. Muss ja auch sehen, jedes Mal, wenn wir losfahren, kurz vor der Autobahn, oh, macht sich der Mörder bis bemerkbar. Aber und oh, jedes Mal. Es sind zwar keine Riesensummen, aber. Ich denke mal, wir haben jetzt das Mittel gefunden. Aber jedes Mal sind die Toren. Dass der Ruhe ist. Ja, eigentlich wären wir gar nicht da, oder? Ja, zu Andreas wollen wir ja noch den Kühlschrank hinschaffen. Das war auch. Immer hat er abgesagt, dann blieb es stehen. Oh, naja, aber es ist alles geplant. Also, wir sagen nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich mache mir jetzt an meinen Lavendel. Ja. Mandy war gestern übrigens schon ganz aufgeregt. Martin hat sie schon geguckt hier, Sendungsverfolgung. Hat sie geguckt, wenn dein Paket kommt. Es war mir klar, dass die Post innerhalb einem Tag das liefert. Wahnsinn. Und ja, ich habe das heute entgegengenommen und dachte mir, meine Güte, ist das ein riesengroßes, schweres Paket. Ich habe gesagt, Martin schickt dir 4 Paar Socken. Dafür war es. Pro Socke 2 Kilo. Alles klar, dann euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und danke erstmal. Ciao. Jetzt wird's mir frisch. Tschüssi, bis bald. Tschüssi, habe ich gesagt. Tschüssi, ne? Tschüssi, ne? Tschüss. Ciao.